Ja, Martin, kurz vor der Bundespressekonferenz platzte ja die Nachricht rein, dass Angela Merkel nicht mehr als CDU-Parteivorsitzende kandidieren will im Dezember. Sehen Sie das auch als Sieg der AfD? Also daran haben wir unseren Anteil, das ist, glaube ich, unstrittig. Wir haben daran auch einen großen Anteil. Insofern ist es ein Stück weit auch Sieg der AfD, ja. Jetzt will sie ja wohl im Kanzleramt bleiben. Glauben Sie, dass sie da lange bleiben kann? Nein, das glaube ich nicht. Und es sollte mich wundern, wenn Frau Merkel das selber glaubt. Frau Merkel hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kanzlerschaft und die Verankerung als Parteivorsitzende elementar sind und dass das eine ohne das andere schwer vorstellbar ist. Sie hat damals bei Schröder gesagt, das war sein zentraler Fehler. Und jetzt muss sie selber, das tut sie ja nicht aus freien Stücken, sie hat ja vor einiger Zeit noch gesagt, sie wollte für einen Parteivorsitz kandidieren, selbstverständlich werde sie. Jetzt zeigt sich, sie wird nicht. Sie klebt noch an ihrem Amt, aber das kann nun nicht mehr lange gehen, weil das ist eine so glasklar erodierende Macht, dass mich wundert, dass Frau Merkel das nicht selber wahrnimmt und gleich beides auf einmal aufgibt. Jetzt brauchen wir über Namen zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren. Glauben Sie dann, wir sind im nächsten Frühjahr schon in Neuwahlen oder wird sich dieser Bundestag nochmal zusammenraufen, vielleicht auch zu einer Jamaika-Koalition, zu einem neuen Anlauf? Ach, das ist in die Glaskugel schauen. Es gibt da viele mögliche Konstellationen. Es ist auch nicht so ganz maßgeblich, was Herr Meuthen heute glaubt, was in 6 Monaten sein wird. Wir werden sehen, was passiert. Mag sein, dass es zu Neuwahlen kommt. Mag sein, dass sich diese Koalition noch eine Weile hält und die sich nur personell erneuert. Mag sein, dass es zu einer anderen Konstellation innerhalb der derzeit bestehenden Mehrheitsverhältnisse kommt. Ist alles denkbar. Und ich glaube, es ist Kaffeesatzleserei, da jetzt zu sagen, so oder so wird es kommen. Ich weiß es nicht. Wie wird die AfD sich jetzt verhalten? Sich einfach auf ihre Themen konzentrieren, Sachpolitik machen? Exakt das. Wir sind angetreten, um Sachpolitik zu machen. Wir wollen eine andere Politik für dieses Land. Wir haben dazu klare Vorstellungen. Wir haben alle Möglichkeit, diese Vorstellungen zu vertreten. Wir sind Oppositionsführer im Bundestag. Wir sitzen in den 16 Landtagen. Das ist eine hervorragende Voraussetzung, um unsere anderen alternativen sachpolitischen Vorstellungen zu transportieren. Das ist unsere Aufgabe. Den Machtpoker mögen derweil bis auf Weiteres die anderen noch unter sich ausmachen. Das heißt, Koalitionen sind im Moment überhaupt kein Thema. Und wann warten Sie darauf ab, ob sich da jemand auf Sie zubewegt? Im Moment ist das nicht das Thema. Dazu müsste erstmal die Stigmatisierung der AfD seitens der anderen Parteien aufhören. Ich bin jetzt eben oben auch in der Pressekonferenz gefragt worden, ob wir uns an den anderen Parteien nicht annähern müssten. Nein, wir haben unsere Programmatik, mit der sind wir erkennbar erfolgreich. Wir werden diese Politik weiter verfolgen. Und wenn die anderen dann aufhören, uns als Tabu zu betrachten und das Ganze mal auf auch übereinstimmende Positionen, die es durchaus gibt, abklopfen, dann kann man miteinander ins Gespräch kommen. Aber an dem Montag sind Sie wahrscheinlich zufrieden. Hessen 13,1%, Merkel, Erosion geht weiter, also ein guter Montag. Vor Ihnen steht ein glücklicher Bundessprecher.